wir haben jetzt in Kürze einen Discovery Call. Das ist ein Erstgespräch, wo ich einfach nur mal Input liefere. Wir erinnern uns einmal ganz kurz zu unserem Vertriebsprozess, vielleicht hier oben einblenden. Wir haben Erstkontakt, Discovery Call, Mehrwert Call, also wo ich wirklich erstmal hergehe, mir einen Überblick verschaffe über die Situation, Input liefere und dann ein Verkaufsgespräch. Genau, der junge Herr war das erste Mal 2022, 1. Dezember in einem Input Call von mir. Naja, wir starten direkt los und ich wünsche euch richtig viel Spaß in dem Call. Moin! Mein Lieber, ich grüße dich. Moin, ich hätte deine Nummer eingespeichert, deswegen wusste ich jetzt schon, wer anruft. Alles gut. Sehr schön, sehr schön. Hey, ich freue mich super auf unseren Coaching-Call heute. Ich habe auch echt Bock, muss ich sagen. Ich habe mir auch sehr viel Zeit gelassen, muss ich ja sagen. Aber ich wollte jetzt auch nicht das dermaßen verplempern. Deswegen habe ich mir da jetzt auch vorzeitig mal Gedanken machen können, was gut. Ganz interessant wäre. Was ja brutal ist, ich habe jetzt gerade vor unserem Call, habe ich gerade nochmal nachgeschaut. Du warst am ich einfach schon das erste Mal bei uns in einem Call. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber das ist schon heftig. Ja, das ist echt krass. Ich habe es auch vorhin nochmal nachgesehen, weil das bei mir im Kalender auch aufgeploppt ist, weil das ein ähnlicher Link war. Das ist echt krass. Da war ja noch der Punkt, dass ich irgendwas über überlegen war, aber noch nicht so wichtig was. Genau. Jo. Wie ist jetzt die Situation? Also magst du mir mal ein Update durchgeben? Was ist die letzten 2 Jahre bei dir passiert? Was ist Stand der Dinge? Erzähl. Ja, gerne, auf jeden Fall. Also ich würde erstmal anfangen mit dem, wo ich die meiste Zeit reinstecke. Das ist halt meine Ausbildung, die ich mache. Das müsste sich auch schon der Fall gewesen sein. Genau, da bin ich jetzt im dritten Lehrjahr und mache die jetzt so langsam fällig. Also ich bin für die Abschlussprüfung angemeldet und bin da im Januar mit durch. Genau, das wäre so der zeitintensivste Punkt aktuell. Und aus der Ausbildung heraus hat sich die erste Geschichte ergeben, die ich noch nebenbei mache. Und zwar ist das eine Klamottenmarke, die quasi Schulmerchandise vertreibt, wo wir jetzt zweimal im Jahr eine Klamottenkollektion rausbringen, beziehungsweise zweimal im Jahr ein Kleidungsstück. Entweder ein T-Shirt, Polohemd oder ein Pullover, zum Beispiel ein Hoodie, wie dieses Mal, den wir dann quasi an die jeweilige Abschlussklasse rausgeben, wo wir dann immer eine Auflage zwischen 80 und 300 Stück fahren können und die dann halt da rausgeben und halt auch designen und produzieren müssen. Das war auch sehr zeitintensiv, das läuft jetzt soweit alles mit der ersten Kollektion und das zweite ist jetzt, dass ich gerade in den Startlöchern stehe mit einer Social Media Marketing Geschichte, die ich mit meinem besten Kumpel zusammen mal ausprobieren wollte. Ausprobieren oder geht das Ganze Vollgas ernsthaft an? Wir gehen das Ganze Vollgas ernsthaft an, stocken aber gerade noch damit, dass wir beide mit unseren Vorgesetzten sprechen, ob wir nebenbei eine Selbstständigkeit machen dürfen. Got it. Ganz offen gesprochen, ich bin immer ein Fan von offener Kommunikation. Das Ganze hier ist ein Coaching-Call. Das heißt, das Gespräch soll dazu dienen, dir weiterzuhelfen. Du kriegst von mir heute kein Angebot. Ich werde dir einfach nur Inputs liefern. Im Regelfall, ich glaube, du weißt es eh, unsere Dienstleistungen richten sich rein auf inhabergeführte Unternehmen. Im Regelfall sind die auch schon im Markt, haben schon ihre Umsätze, oder? Und wir haben ganz selten jemand, der komplett quer einsteigt. Was ich direkt sagen muss, Klamotten, Zeugs und Sachen bin ich voll raus. Das Einzige, wo ich dir helfen kann, ist die Social Media Agentur. Genau, das ist auch mein Kernansatz, muss ich zugeben. Also das ist das, was mich am meisten interessiert, weil ich da jetzt, also da war ich da auch persönlich mehr, also das mit den Klamotten war jetzt, das ist aus einem Schulfach raus entstanden, was wir machen, weil wir ein Fach haben, das nennt sich Genossenschaftslehre. Cool. Da müssen wir ein Projektfach machen, in Eigenregie, was in einem genossenschaftlichen Sinne steht. Und da haben wir ein Projekt die Allgemeinheit gemacht. Ich bin dann auch Fan davon, dass man auch was davon haben muss. Ja, voll. Genau, so ist das dann, da haben die anderen Leute können was tragen, was die Gemeinschaft miteinander verbindet. Genau, und ich habe auch was davon. Gut, sehr schön. Finde ich schlau. So hätte ich meine Schulzeit auch gerne genutzt. Oder Ausbildungszeit. Naja, anyways. Social Media Agency, was hast du konkret vor? Erzähl. Also uns ist vor allem aufgefallen, weil wir beide auch in einem Getränkemarkt hier im Dorf, also ich komme ja vom Dorf, ist uns aufgefallen, dass echt viele Firmen, die gerade im Dorfmund ja auch relativ bekannt sind, aber irgendwie sich auf Social Media gar nicht richtig zeigen. Unser Ansatz war dann halt vor allem Firmen, die vielleicht
relativ klein sind und vielleicht dann halt, wie gesagt, keine extra Personen haben, die Social Media Kanäle leiten kann, quasi damit unterstützen, dass die halt Reichweite online aufbauen können, vielleicht auch deren Homepages überarbeiten und die dahingehend halt technisch unterstützen können, wo wir dann halt ja eine Art Abo-Modell fahren wollten, wo wir dann 3 Monatsverträge machen, sodass wir dann immer die quasi die Quartale gedeckelt haben und die Person quasi somit ja auch kein riesiges finanzielles Risiko eingehen, da die quasi alle 3 Monate hier unsere Zusammenarbeit quasi kündigen könnten. Genau, das waren jetzt erstmal die Grundgedanken, die wir uns dazu gemacht haben. Wir sind jetzt aktuell an dem Punkt, dass wir noch nicht genau wissen, wie wir das bepreisen sollen, damit es halt ja auch überhaupt, weil wir haben jetzt keine riesigen Referenzen, mit denen wir werben können. Also wir sind beide im Dorf relativ, also wir kennen ziemlich viele Leute und wollten halt, wie gesagt, erstmal auf der Dorfebene anfangen und das dann, wenn das laufen sollte, ausbauen. Genau, und deswegen wissen wir halt null, wie wir mit der Bepreisung starten sollen, weil man liest online ja echt krasse Sachen teilweise. Wir wollen aber halt auch nicht mit so übertriebenen Preisen da reingehen, weil das ist auch nicht unser Ziel. Ja, Wir wollen halt das kurz für Dorf. mich, damit ich das besser verstehe. Dorf heißt kleine inhabergeführte Unternehmen. Wir sprechen jetzt von einer Werkstatt, einem Handwerker, einem Fliesenleger etc., einem Fensterbauer, irgendwie sowas in die Richtung, oder? Genau, richtig. Und dann halt, wir genauso wirklich kleine Unternehmen. Wir haben ja auch schon Kleinunternehmen zwei heißt aber nicht, mittelständische. sorry, dass ich nochmal reinfahre. Kleinunternehmen heißt nicht Tante-Emma-Laden mit 400 € Umsatz oder so im Monat. Nicht Nein, nein, solche, das sind wir sondern so, nicht. schon Unternehmen, oder? Genau, richtig. Verstehe ich. Passt, okay. Ja, erzähl. Das ist halt so eine Sache, wo wir halt bei der Bepreisung irgendwie nicht so richtig weiterkommen. Genau, wir haben auch schon mal selber so ein bisschen mit einem kleinen eigenen Social Media Auftritt rumgehext, sind da aber auch noch nicht weitergekommen und irgendwie drehen wir uns da voll im Kreis. Okay, passt. Was haben wir ganz konkret für Fragen für den heutigen Call? Ganz konkret, also das ist das Thema, also die Bepreisung ist für mich echt ein Thema, wo man da ansetzen würde. Also ich muss jetzt keine nicht mal konkrete Zahlen wissen, aber wie man den Ja, eigenen glaube Wert ich auch schon. vielleicht anpeilt. Genau, das ist eigentlich auch schon der Kernpunkt. Und wie man vielleicht auch dann an die entsprechenden, ja, an die Kunden rankommen würde, ob man dann anfängt, weil ja, das wäre eine konkrete Frage, wie kommt man an die Kunden ran? So, das wäre die zweite. Wie kommen wir ran an den Speck? Alles klar. Gut, passt, gehen wir durch. Fangen wir aber ganz von vorne an, okay? Weil, um das Pricing überhaupt bestimmen zu können, müssen wir uns anschauen, was für einen Mehrwert liefert ihr. Du kannst nicht sagen, das ist mein Preis, wenn du nicht den Mehrwert kennst, den das Ganze am Ende des Tages hat. Das heißt, Schritt 1 dazu wäre, dass du dir einmal die drei Spalten aufzeichnest. Fähigkeiten, die du hast. Spalte 1. Spalte 2, Probleme, die du mit den Fähigkeiten lösen kannst. Spalte 3, Zielgruppe, für die es finanziell gesehen den höchstmöglichsten Mehrwert hat. Okay. Das ist Grundlage Nummer 1. Das heißt, wir notieren uns mal alle Fähigkeiten, die vorhanden sind, und dann schauen wir, welchen Mehrwert hat das Ganze überhaupt. Einfach damit du für dich auch ein Gefühl bekommst, was lieferst du für einen Mehrwert. So, das ist das Erste. Das Zweite ist vom Pricing her, hoch geht immer, runter geht nicht mehr. Ja. Das ist Grundlage. Grundsätzlich wirst du immer basierend auf dem Preis bezahlt, oder du kriegst immer nur das Geld, was du einem Markt lieferst. Ja. Auch logisch, denke ich. Jetzt, wenn du sagst, ihr habt das richtig drauf und ihr könnt da echt den Leuten weiterhelfen und ihr macht das auf eine gute, vernünftige Art und Weise, dann sehe ich hier Preise im Social Media Marketing, wenn du Fotos auch noch machst und die Kanäle betreust, von 3, 4, 5.000 € im Monat. Ja. Aber wichtig, Fotos auch machen. Wenn du nur die Kanäle betreust, sind wir irgendwo zwischen 1.000 und 2.000 € im Monat, maximal. Empfehlung von meiner Seite, immer Jahresverträge machen, nicht Quartalsverträge, weil dann hast du einen planbaren Cashflow. Okay, das ist gut. Also auf jeden Fall immer für ein Jahr direkt im Voraus. Wenn du dem Kunden irgendwo eine Sicherheit geben möchtest, dann kannst du ja auch die ersten 2, 3 Monate denen die Möglichkeit geben, den Vertrag zu kündigen, weil einfach, dass der Kunde auch die Sicherheit hat, dass ihr nicht irgendwie jetzt erzählt, ihr könnt das und dann habt ihr es irgendwie doch nicht drauf. Das wäre blöd für den Kunden. Ja, genau. Genau. Ja. Wie kommst du an die Kunden ran? Regel Nummer 1 wäre, dass die Recherchephase passt. So, bekannt sein im Dorf
das ist ein schönes Beispiel, lokale Bekanntheit. Das ist ja schön und gut, oder? Das Problem ist das, jeder Kunde, wenn du auf ihn zugehst, der möchte sich anschauen, wer bist du, was hast du drauf, warum sollte er dein Kunde werden? Und nicht nur, bist du selber bekannt im Dorf. Also Recherchephase, kurz gesagt. Das heißt, recherchiere dich mal kurz selber. Das heißt, wenn man dich googelt, was findet man? LinkedIn. Ich weiß. Habe ich schon gesehen. Das heißt, das muss einfach passen, dass das LinkedIn-Profil beispielsweise on top ist, wenn du den jetzt LinkedIn-Marketing anbietest. Oder du bietest Instagram-Marketing an, aber da musst du auch ein brutal gutes Instagram-Profil haben. Da kommst du nicht drum herum. Weil keiner wird ein Instagram-Profil von dir kaufen, wenn du selber keins hast. Glaube ich logisch. Das ist die Grundvoraussetzung. Wenn die passt, dann wenn du lokal das aufbauen magst, ganz ehrlich, fahr dahin, sprech mit den Leuten, geh mit denen ins Gespräch. Weil alles andere ist recht unpersönlich. Und ja, also ich würde da hingehen. Ich glaube, wenn das so eine kleine Location ist, geh da hin. Okay, aber vorher anrufen, Termin machen. Ja, logisch. Aber anrufen, also kurz anrufen. Hi, servus, hier ist der. Du, ich würde gerne mit euch mal über das Thema Social Media quatschen. Hättet ihr da mal den nächsten Tage mal Zeit, dass ich da vorbeikommen darf? Ich möchte euch das einmal aufzeigen, wie das läuft. Und dann machst du einen Discovery Call. Das heißt, dieser Vertriebsprozess aus dem Consulting One, kennst du den? Tatsächlich nicht, ne. Okay, wow. So, geh mal kurz, hast du einen Rechner zur Hand? Ja, klar, direkt vor mir. Okay, geh mal auf bickel-holding.com. Jo, siehst du Consulting One ganz oben? Also, ja. Klick da bitte drauf. Jo, was lädt noch? Jo. Okay, das Ding da ist dazu da, um die ersten Grundlagen zu schaffen. Von Angebotsaufbau über wie baust du die Erstgespräche auf, über wie baust du die Verkaufsgespräche auf, wie generierst du die Leads, wie machst du die Grundlagen des Marketings. Diese, ja. Ich sage jetzt mal, 10 Stunden Videomaterial würde ich dich echt darum bitten, dass du dir die anschaust, bevor du auf die Leute zugehst. Das wird dir extrem helfen. Sind Skripte mit drauf, ist alles, was du brauchst für die Grundlagen, ist da verfügbar. Das bitte anschauen und umsetzen, bevor du zu denen hinfährst. Okay, krass. Also ich habe das actually gar nicht gesehen vorher. Das ist, finde ich, krass, dass sie das kostenfrei anbietet. Ja, das spart uns die Zeit und hilft uns ganz ehrlich, dass die Leute auf das Niveau kommen, dass sie unsere Kunden werden, oder? Glaube ich gerne, auf jeden Fall. Voll. Ja, perfekt. Das hat mir soweit auch schon mal echt krass geholfen, muss ich sagen. Vor allem auch von der Einschätzung her. Wir haben auch mal so eine kleine Excel schon mal angefertigt, wo wir ein bisschen potenzielle Kunden gesammelt haben. Super. Alle anrufen. Was hast du gesagt? Alle anrufen. Ja, ich denke schon, dass es darauf hinauslaufen wird. Wir müssen jetzt beide erstmal zusehen, dass wir von unseren Vorständen das genehmigt bekommen, dass wir eine Selbstständigkeit nebenbei machen dürfen. Bei meinen Unis war das jetzt erstmal kein Problem, weil das quasi einrechtlich über die Schule läuft. Schaust du an. Ich hoffe, das läuft. Ja, wäre auf jeden Fall schön. Perfekt. Was würdest du denn sagen, ist ein Kernpunkt, außer die Sachen, die ich jetzt bisher so genannt habe, die man echt beachten müsste? Also, Handy in die Hand nehmen, Kunden anrufen, Geld verdienen. Ein Unternehmen funktioniert nur durch Cashflow. Ich meine, du arbeitest, du weißt, dass das nichts wichtiger ist, wie das Geld aufs Konto kommt. Und auf das würde ich mich konzentrieren. Alles andere regelt sich von selber. Okay, und für das Vertragswerk würdest du das quasi anhand von YouTube-Tutorials und online auf gar keinen Fall selber machen? Nein, auf gar keinen Fall. Die ersten, also wenn es hängt vom Startkapital ab. Wie viel Startkapital hast du für die ganze Nummer? Also wir wollen da das reinstecken, was wir zur Verfügung haben. Wir könnten bis reinbuttern. Braucht ihr niemals. Du niemals. Plan. Für was? Also wir haben, also ich glaube, ich bin bei dem Thema so, keine Ahnung, wenn ich bin Fan von
Hochglanz-Prospekten? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall? Auf gar keinen Fall. Also keine Hochglanz-Prospekte? Nein, bitte nicht. Bitte nicht Geld verbrennen. Okay. Okay, du wirst jetzt schockiert sein, aber was schätzt du, was das Startkapital war, was ich für meine Firma hatte? Boah, vielleicht ein Taui? Ich glaube nicht mal, ne, ich glaube so 600 Euro. Krass, okay, das ist heftig. Also wenn überhaupt, ich glaube eher so 200, aber ich irgendwas so zwischen 200 und 600 Euro. Kein Witz. Okay, krass. Und wie hast du das dann, also du musst ja auch, du hast wahrscheinlich auch Verträge geschrieben, wie hast du das gemacht? Zahlungsanbieter. Nimmst einen Zahlungsanbieter, über den machst du die Abwicklung und rein theoretisch jetzt, oder für die ersten 5, 6 Deals, sodass du rechtlich safe bist, nimmst einen Zahlungsanbieter wie Elopage für die ersten Deals, damit du Geld verdienst, aber nimm auf gar keinen Fall dein eigenes Geld und stopf das so rein wie, also das würde ich nicht tun, weil wenn du die annimmst, ich verspreche es dir, sie werden weg sein. Okay, ja, das kann ich mir vorstellen. Hol dir lieber einen Berater mit dazu. Das muss auch nicht ich sein. Das ist mir wirklich wurscht. Also ich freue mich immer, wenn ich Geld verdiene. Don't get me wrong. Aber hol dir lieber irgendjemanden mit ins Boot, der das Know-how hat, so ein Ding schon 5, 6, 7 Mal aufgebaut hat oder vielleicht auch hunderte Male, wo du die ganzen Fehler vermeiden wirst. Also das würde ich wirklich tun. Der kostet dich vielleicht 5.000 Euro oder vielleicht sogar weniger, wenn du einen guten Deal irgendwo hinbekommst. Ja. Oder vergütest den irgendwie, wie auch immer. Aber da wirst du dir die Euro auf jeden Fall sparen, wie du fängst an mit Hochglanzprospekten. Sorry, dass ich. Nee, glaube ich dir gerne. Also alles gut. Ja, also das ist jetzt wie gesagt unser erstes Ding, was wir so machen, wo wir halt quasi an Leute rangehen. Also bei den Goodies war das jetzt so ein Ding, okay, da ist halt schon quasi eine Zielgruppe da und die Zielgruppe sieht das automatisch schon und da steckt halt auch ein Geldgeber hinter. Also ich musste kein Startkapital vorstrecken, weil das ein Privatberufskolleg ist und die haben quasi alles bezahlt und mussten es halt nur um alles kümmern. Das war echt ganz geil, cool. Weil da kein finanzielles Risiko entstanden ist. Cool. Genau. Ja, aber deswegen würde ich auch kein finanzielles Risiko jetzt hier an den Tag legen. Okay. Du hast mit so einer Agentur ein Cashflow-Geschäft, wie es nicht besser sein könnte. Also Agenturen und Beratungsunternehmen sind die cashflow-reichsten Geschäfte überhaupt. Du kriegst Geld vor Leistungserbringung. Nenne mir ein Geschäft, wo du Geld vor Leistungserbringung kriegst. Außer Beratung und Agentur. Und es muss legal sein. Nenne mir eins. Ja, die würde mir jetzt spontan wirklich keins einfallen. Ja, es gibt auch keins. Also ich kenne keins, sonst würde ich es machen. Ja, deswegen, also ich muss ehrlich sagen, also wenn wir nochmal auf die Kostenstruktur ein bisschen zurückgehen, wir hatten echt jetzt bei solch, wir wären bei Preisen zwischen 200 und 400 Euro pro Monat, die wir uns ausgedacht haben. Weil wir uns gedacht haben, mit, also wenn wir jetzt mit einem kleinen, also mit einem hohen dreistelligen Wert und mit einem sehr niedrigen vierstelligen Wert an sowas angeben würden, hatte ich jetzt, wir haben natürlich jetzt, wie gesagt, keine Erfahrung damit. Ja. Null. Hatte ich jetzt die Vermutung, dass dann sofort zurückkommt, warum zur Hölle sollten wir 1.000 Euro zum Beispiel, 999 Euro monatlich für unser Social-Media-Marketing ausgeben, weil Geschäft läuft doch auch so. Mhm. Da müssen wir natürlich ja irgendwie eine Strategie haben, die wir das den Leuten so dermaßen gut einschüchtern können, dass das of course plausibel ist. Das muss verkauft werden, ja klar. Also muss auch völlig plausibel sein und das funktioniert auch. Also ich selber hatte eine Agentur, ich habe die verkauft. Ja. Ich finde Agenturgeschäft, Es ist ein reines Vertriebsgeschäft. Also schau dir bitte die Videos da an, weil da wird genau das erklärt. Das ist das eine. Und das andere ist, wer den Kunden über den Preis gewinnt, verliert ihn auch wieder über den Preis. So, wenn du über den Preis verkaufst und dir anschaust, was machen die, was bieten die für Preise an, Konkurrent 1, Konkurrent 2, Konkurrent 3 und du positionierst dich irgendwo dazwischen, okay, mit deinem Preis. Ja. Dann hast du folgendes Problem. Du definierst dich über den Preis. Du hast schon verloren, weil es wird immer jemanden geben, der sich noch billiger verkaufen wird. Beispiel. Ja, okay. Du verkaufst deine Betreuungen für 500, bei Konkurrent 1 und 2 sind bei 600 und 700, dann hast du schon verloren, weil du gehst in den Preiskampf rein. Wenn du dich abheben willst, brauchst du einen No-Brainer. Ein No-Brainer ist ein Angebot, was zu gut ist, um Nein zu sagen. Quasi eine Garantie, dass der Kunde innerhalb von einer gewissen Zeit der Betreuung ein gewisses Ergebnis hat oder er bekommt dieses oder jenes. Beispiel.
Ich garantiere meinen Kunden innerhalb von 4 Monaten zusätzliche 25.000 monatlichen Cashflow nach 4 Monaten. Oder ich arbeite 3 Jahre lang vollumfänglich auf meine Kosten. Das heißt, 3 Jahre lang 3 Meetings in der Woche, 3 Jahre etc. Also vollumfängliche Betreuung, oder? 3 Jahre lang. Das ist ein No-Brainer, weil der Kunde hat die Sicherheit, dass das, was ich ihm sage, auch wirklich eintrifft. Und sowas brauchst du auch im Social-Media-Bereich. Und du brauchst auch so eine Struktur von der Leistungserbringung, dass dir, wenn du 3 Jahre lang die Arbeit machst, dir die Kosten nie um die Ohren donnern. Ja, das genau. Genau. Gerade im Agenturbereich, oder? Das sind die magischen Bausteine. Also ein No-Brainer-Angebot, einen vernünftigen Vertriebsprozess und ein vernünftiges Pricing. Und sonst ist das kein angenehmes Geschäftsmodell. Aber wenn du diese Bausteine meisterst, dann verdienst du Cash ohne Ende. Ja, das wäre natürlich cool. Das ist ja irgendwo auch ein Ansatz, wenn man sich über sowas Gedanken macht. Deswegen sollte man das ja auch ordentlich durchziehen. Und wenn das schon ab der Pike an verrufen ist, ist ja auch scheiße. Ja, keine Ahnung. Wie offen bist du von der Skala von 1 bis 10 in Bezug auf mich und was ich so drauf habe? Also Ich pitch dir kein Angebot jetzt, einfach nur damit du es jetzt schon weißt. Pitch dir kein Angebot. ich bin da völlig offen für. Also Beratungen finde ich immer geil. Ja, nicht immer, aber ich bin Beratung geil. So. Ja. Na, aber halt jetzt rein von den Fragen, die du stellst. Also ich merke ja, du möchtest es ja wirklich angehen, oder? Halt die Firma im Generellen aufbauen. Definitiv. Okay. Mein Vorschlag ist wie folgt. Schau dir bitte das komplette Consulting One an. Vielleicht schaffst du das auch diese Woche. Ja. Und wir quatschen am Freitag nochmal. Bis zum Freitag arbeite bitte dieses Training mal durch. Schreib dir alles an Fragen, Herausforderungen und Themen auf, die basierend auf dem Training kommen. Probier auch alles direkt umzusetzen. Und ich schaue am Freitag über die ganze Nummer nochmal drüber. Das wäre natürlich mega. Das klingt nach einem richtig geilen Angebot. Ich danke dir. Also das nehme ich dankend an. Sehr gut. So. Weil das erklärt dir richtig schön die Grundlagen von der ganzen Nummer. Und da wird sehr viel mit dabei sein. Also, das würde ich dir empfehlen. Und ich könnte auch am Fre ich kann am Freitag auf jeden Fall zeitlich, lass mal gucken. Kann ich um zum Beispiel, kann ich aber auch später, wenn dir das besser passt. Der Baum wird besser Was sein. wenn? Ja, also die Uhr würde in meine Mittagspause fallen, das wäre zeitlich gesehen ziemlich gut. Muss ich da mal überlegen, ob ich Freitag. Das geht sich schon aus. Bitte? Das geht sich schon aus. Das hängt halt davon ab, wie viele Fragen du hast oder aus dem Consulting One, wie lange wir Ja. halt brauchen werden. Also, wenn du ultra, 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 ultra viele Fragen hast, also ich spreche von 60, 70 Fragen, dann brauchen wir eine Stunde und sonst bin ich ziemlich flott. Ja, nee, also ich denke, also ich will natürlich jetzt nicht von vornherein das mich für mich schmälern, aber ich denke, dass ich nicht 60 bis 70 Fragen, Ja. also ich würde die dann schon eher zusammenfassen und dann auch eher konkretisieren. Dann würde ich einfach, also wäre dann eine coole Sache. Cool. Und zu dem Consulting One, okay, zu dem Videotraining, gibt es auch ein Worksheet. Okay. Lass mal gucken. Hast du WhatsApp auf der Nummer? Ja. Okay. So, warte mal. Ich schicke dir das einmal ganz kurz auf WhatsApp durch. Das Worksheet ist zum Consulting One in Kombination zur Umsetzung. Also das in Kombination das hilft dir. Wenn du das umsetzt, dann schauen wir sehr gut aus am Freitag. Da wird sehr viel klar werden, auch in Bezug aufs Pricing etc. Okay, das ist sehr geil. Ich habe gerade mal angeschaut, den lade ich mir hier direkt runter. Ja, mega, ich danke dir für das Angebot, das ist echt cool. Top.
Gut, alles bitte an Fragen mitbringen. Wichtig noch, ich werde auch im nächsten Gespräch kein Verkaufsgespräch machen. Nur, dass das jetzt schon für dich klar ist. Also es ist wirklich rein Input und wir gehen die ganzen Fragen durch, weil wir brauchen zuerst dieses Grundfundament. Okay, also ab wann deine Dienstleistung dann bepreist werden würde, würdest du mir klar kommunizieren? Ja, also wenn ich sage es dir auf jeden Fall, wenn ich meine Dienstleistung dir präsentieren würde, aber im nächsten Gespräch macht das noch keinen Sinn. Okay, alles klar. Ja, das ist echt mega. Also vielen, vielen Dank fürs Angebot. Mhm. Ich werde mir das alles sehr sorgfältig zu Gemüte führen und dann freue ich mich echt auf weiter. Alles klar, perfekt, machen wir so. Cool. Ja, dann später einen schönen Feierabend und vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich und da kriegen wir was richtig Cooles aufgebaut. Bin in guter Dinge. Mega, vielen Dank. Alles klar. Bis dahin. Gute Zeit dir. Ja, Dito, danke. Bis weiter. Danke, bis dann. Ciao. Ciao. In diesem Discovery Call jetzt hat sich ergeben, der Kunde ist aus meiner Sicht nicht ready für ein Verkaufsgespräch. Ich könnte es tun, aber ich gehe lieber auf Nummer sicher und mache einen Zwischenschritt, wo nochmal ein Input Call erfolgt. Nächsten Freitag jetzt zum Beispiel. Da gehe ich alle Fragen aus dem Consulting One, unserem Videotraining, nochmal mit ihm durch und dann werde ich eine Qualifizierung durchführen. Werde auch den Call als Part 2 nochmal abdrehen. Da werde ich dann hergehen, die Fragen beantworten, die sich ergeben aus dem Consulting One und dann werde ich sagen, du, sag mal, hättest du eigentlich Bock auf die Zusammenarbeit und dann werde ich ihm unsere Dienstleistung verkaufen. Genau. Jetzt noch kurz protokollieren und dann ist Feierabend, Freunde. Wenn dir das Video gefallen hat und du Dinge aus dem Video mitnehmen kannst, genau, Like da lassen, Kommentar da lassen, abonniere den Channel und teile das Video gerne. Grüße gehen raus.